Je pensais que Bishkek, c'était un gâteau. Et puis, grâce à Novastan, j'ai découvert que dans cette ville, il y avait plein de jeunes qui voulaient écrire sur leur pays, la culture, l'économie, l'art, la société, et même la cuisine. Я пишу для Новостана, чтобы рассказать о Центральной Азии всем франкофонам, о культуре, о политике и по экономике. Также, чтобы практиковать свой французский язык и встречаться с интересными людьми. Novastan, das sind vor allem Menschen. Seitdem das Projekt existiert, seit 5 Jahren, habe ich schon sehr, sehr viele sehr inspirierende Menschen aus verschiedensten Hintergründen kennengelernt. Sei es Redakteure, aber auch Interviewpartner. Und ich hoffe sehr, dass diese Austauschplattform in den nächsten Jahren auch dank eurer Unterstützung weiter wachsen kann. Ich bin seit 3 Wochen hier in Kirgisistan, in Bishkek, und ich muss sagen, ich fühle mich sehr willkommen. Ich habe gefühlt schon wirklich die halbe Stadt kennengelernt und über Novastan auch sehr viel Informationen schon bekommen über Zentralasien. Und zum Beispiel hätte ich niemals rausgefunden, was Kuhut ist. Kuhut sind kleine Quarkbällchen, schmecken furchtbar, mir jedenfalls, aber vielleicht kommt das noch. Novastan, c'est aussi un projet qui fait travailler des étudiants en journalisme, en sciences politiques, sur un ton assez libre. Et je crois que c'est important d'avoir encore un média indépendant à une époque où c'est de plus en plus rare. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous.